Die Medienmeile auf dem Katholikentag ist gut besucht und immer wieder entdecken wir auch einen Bischof unter den Pilgern. In diesem Falle Bischof Algermissen. Schön, dass Sie zu uns an den Stand gekommen sind. Sie sind schon viel unterwegs, der Katholikentag ist im vollen Gange. Wie nehmen Sie die Stimmung hier in Regensburg wahr? Also ich glaube, trotz des Regens gestern, heute ist es ja nicht so, ist es ein sehr vitaler, auch junger und sehr frommer Katholikentag. Ich war in verschiedenen Kirchen schon. Es wird also ewige Anbetung und heute Morgen ein großer Gottesdienst im Dom. Ich merke, das unterscheidet Regensburg schon von manchen anderen Katholikentagen. Ich glaube, es ist eine lebendige Stadt jetzt. Und wenn wir Katholikentage nicht hätten, müssten wir sie erfinden, dass Menschen sich treffen, dass sie sehen, was alles unter dem kirchlichen Dach möglich ist und wo auch lebendige Kirche zu finden ist. Um das weiter zu sagen, denn die hier sind, müssen dann auch Boten sein in ihren Gemeinden, in ihren Bistümern. Der Katholikentag hat hier 1200 Programmpunkte, das ist eine große Fülle. Wie haben Sie sich Ihr persönliches Programm zusammengestellt? Wo liegen da die Schwerpunkte? Also ich bin als Pax Christi Präsident zunächst auch in den Friedensthematiken. Gleich gehe ich in den Raum der Universität Regensburg. Da ist in einem Hörsaal ein ganz spannendes Podium über die Katholiken und der Erste Weltkrieg, wie das Ganze zu verstehen ist, dass man so wenig auch sich dagegen aufgelehnt hat. Das sind natürlich so meine wesentlichen Punkte und die andere Seite auch sehr geprägt durch Ökumene. Heute Nachmittag werde ich ein ökumenisches Podium mit Kardinal Koch besuchen. Und dann gehe ich natürlich zu unserem Stand des Bistums und zu anderen Ständen meines Heimatbistums Paderborn natürlich. Und das Entscheidende ist, dass ich viele Menschen treffe, die mich dann anzupfen und sagen, also ach, die sind auch hier und dann, das ist ja wunderbar, dann können Sie mir was fragen. Zu diesen Fragen kämen Sie sonst niemals. Heute um 12 Uhr, haben wir gehört, wird ein neuer Bischof verkündet, ein neuer Mitbruder. Haben Sie davon auch schon was Leuten hören? Also ich habe nur gehört, dass man darüber spricht, dass heute wohl um 12 in Freiburg, ist mir besonders wichtig, weil ich viele Jahre in Freiburg studiert habe, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt und ich weiß schon gar nicht, wer. Sind Sie denn genauso gespannt wie wir? Ich bin gerade was Freiburg angeht sehr gespannt, weil ich immer noch durch die Studienzeit Verbindungen nach Freiburg habe. Aber ich lasse mich auch überraschen. Das ist ja nicht mehr so lang, müssen wir warten. Offensichtlich haben die Freiburger bis jetzt doch geschafft, sehr dicht zu halten. Ich weiß es auch nur über die Badische Zeitung in einem Interview, da wurde das gesagt oder behauptet. Vielleicht stimmt es. Wir werden es erleben, ja. Wir werden es sehen um 12 Uhr. Genau. Bischof Algermissen, schön, dass Sie bei unserem Stand waren. Ich wünsche Ihnen noch tolle Tage hier auf dem Katholikentag und schöne Begegnungen. Vielen Dank Ihnen auch. Danke. Danke.